Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder einmal das Spiel Ich hab noch nie vor mir. Und ja, letztes Mal hat es euch ziemlich gut gefallen, deswegen spiele ich das Ganze jetzt nochmal. Und ich sag mal, wir fangen direkt damit an. Let's go. Und zwar, ich hab noch nie nachts nackt gebadet. Ich hab schon einmal nachts nackt gebadet, so ist auch wieder nicht. Ich hab noch nie Krokodilfleisch gegessen. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe noch nie in einer Wildwasserbahn gesessen. Ich habe noch nie ein Trinkspiel gespielt. Ich habe schon einmal ein Trinkspiel gespielt. Ich habe noch nie zu meinem Ex-Freund, Ex-Freundin gesagt, lass uns Freunde bleiben. Ich hatte noch nie richtig eine Freundin, also von dem her... Ich habe noch nie Lego gespielt. Ich habe schon einmal Lego gespielt. Ich habe noch nie den Freund, die Freundin meines besten Freundes, geküsst. Nein. Ich habe noch nie gegen das andere Geschlecht bei einem Trinkspiel gewonnen. Keine Ahnung. Ich habe noch nie für eine deutlich jüngere Person geschwärmt. Schon einmal, ja, aber ja. Ich habe noch nie aus einem Teller Wein getrunken. Nein. Ich habe noch nie jemanden nach seiner Telefonnummer gefragt und danach nie angerufen. Ja. Das stimmt. Ich habe noch nie mit einer fremden Zahnbürste meine Zähne geputzt. Ja, habe ich schon mal. Unabsichtlich. Okay. Absichtlich. Ich habe noch nie vergessen, dass Feiertag Wochenende war und bin zur Arbeit schuldig erschienen. Das ist mir noch nicht passiert, nein. Ich habe noch nie einen AIDS-Test gemacht. Ich habe noch nie in eine Flasche gepinkelt. Ich habe schon mal in eine Flasche gepinkelt. Ja. Ich habe noch nie Candy Crush gespielt. Nein. Ich habe noch nie bei einem Film geweint. Ich habe schon mal beim Film geweint. Nicht mehr weinen. Ich habe noch nie eine Beziehung mit einer Person, mit der ich früher mal zusammen war, geleugnet. Nee. Ich habe noch nie meinen Eltern die Frage beantworten müssen, ob ich noch Jungfrau bin. Nee, habe ich noch nie. Also ich bin keine Jungfrau mehr. Nein, bin ich nicht. Ja. Ich habe noch nie in öffentlichen Verkehrsmitteln absichtlich den Platz gewechselt, um neben einer attraktiven Person zu sitzen. Oh, könnte schon mal gewesen sein. Und ich habe mich eben genau dahingesetzt, damit ich eben natürlich unauffällig zu der Person schauen kann. Ich habe noch nie in einem Kettenkarussell gesessen. Doch, sicher, klar. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Ich habe schon mal Tennis gespielt. Ich habe noch nie jemanden etwas Ekliges in den Briefkasten gesteckt. Nein, warum sollte ich? Ich habe noch nie einer Person gesagt, dass ich sie liebe. Doch, habe ich schon mal, ja. Ich habe noch nie ein Auto gefahren, mit dem ich nicht hätte fahren dürfen. Ja. Schon mal passiert, ja? Ich habe noch nie jemanden aufgrund seines Aussehens ausgelacht. Boah, ich meine, das ist halt schwierig, ne? Ich meine, ich möchte nicht lachen. Ich bin nicht so ein Typ, der was über irgendwen lacht, der was einfach ein bisschen komisch aussieht, sowas, ne? Überhaupt nicht. Ich bin keine Person, die was irgendwen auslacht, ne? Nur manche Leute... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manche Leute haben so Sachen an, das passt einfach gar nicht. So null, ne? Gar nicht zueinander. Oben pink, unten blau, dann die Schuhe gelb, Alter. Also ich meine, So, das ist ein Bruder. Okay, was ist los mit dir? Das passt nicht zusammen, okay? Egal. Aber nicht ausgelacht, ein bisschen so geschmunzelt und so. Ich habe noch nie einen Neujahrsvorsatz tatsächlich eingehalten. Nee. Ich habe noch nie die Polizei geschmiert oder bestochen. Boah,
Ich hatte noch nie richtig Probleme mit der Polizei. Nein, eigentlich. Ich habe noch nie nach einem Horrorfilm das ganze Haus abgesucht. Nee, nicht unbedingt, nee. Ich habe noch nie meine Eltern belogen. Naja, früher mal, ja. Ich habe noch nie betrogen, nein, habe ich nicht. Ich hab noch nie Alkohol getrunken. Hab ich noch nie getrunken? Nie. Österreicher? Nee, ich doch nicht. Ich doch nicht. Sicher nicht. Absolut nicht. Ich habe noch nie ein Tier umgebracht. Nee, nicht aus absichtlichen Gründen. Nee. Ich habe noch nie Tierfutter probiert. Ich habe schon mal Tierfutter probiert. Ich glaube schon, ja. Wir haben ziemlich viel Tierfutter für ziemlich viele Tiere. Ich habe noch nie den Wunsch gehabt, in eine andere Stadt zu ziehen. Oh, ich habe den Wunsch oft. Ich habe den Wunsch jetzt noch. Ich habe noch nie die Schule geschwänzt. Ich habe schon mal die Schule geschwänzt, sicher. Ich habe noch nie in der Dusche gesungen. Ist komisch, aber ich habe noch nie richtig so in der Dusche gesungen, wie man das jetzt in den Filmen oder so sieht. Eigentlich nicht richtig, ne. Im Auto ja, aber in der Dusche, ne. Ich habe noch nie Poker gespielt. Habe ich schon mal gespielt? Ich habe noch nie Gitarre gespielt. Ich habe schon mal Gitarre gespielt. Ich habe noch nie an meiner Unterwäsche gerochen, nur um zu sehen, ob sie noch frisch ist. Oh doch, habe ich schon mal, aber nichts Besonderes. Ich habe noch nie eine Klausur geschrieben, auf die ich weniger als eine Stunde gelernt hatte. Doch, sicher. Ich hatte mal 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden, ja, also sehr oft sogar. Weil ich einfach nicht gerafft habe, dass wir einen Test haben, ne? Und dann stehe ich da und ich so, okay. Dann schreibe ich den Dreck halt. Ich habe noch nie meinen Freund, meine Freundin betrogen, nein. Ich habe noch nie so viel Angst bei einem Horrorfilm gehabt, dass ich laut geschrien habe. Nicht geschrien, aber aufgeschreckt, so mäßig, dass ich irgendwo dagegen bin, so mäßig. Ja, das schon, aber so geschrien mäßig, richtig schreien. Ich habe noch nie das Geheimnis eines anderen ausgeplaudert, versehentlich oder absichtlich. Leider früher mal, ja. Ich habe noch nie nachts in einem Fluss gebadet. Ich hab schon mal. Nee, hab ich nicht. Ich hab noch nie in einem Kinofilm geschlafen. Ich kann bei Filmen nicht so einschlafen. Nee, das geht bei mir nicht, keine Ahnung. Ich hab noch nie ein übles Gerücht über jemanden in die Welt gesetzt. Nein. Viele Leute über mich, aber ich über keinen, nee. Ich hab noch nie eine Schwarzfahrt in Kauf genommen, statt mir ein Ticket zu kaufen. Oh, safe. Oft genug. Ich habe noch nie meinen Partner mit dem Namen eines Ex-Partners angesprochen. Nein, ich habe keinen Partner. Ich habe noch nie das Herz eines anderen gebrochen. Einmal leider, ja. Ich habe noch nie Leber gegessen. Nee. Ich habe noch nie Froschschenkel gegessen, ne? Ich habe noch nie etwas aus dem Supermarkt gestohlen. Vielleicht mal ein Riegel oder so, aber nichts Besonderes. Ich habe noch nie ein Strip-Lokal von innen gesehen. Sicher habe ich schon mal ein Strip-Lokal gesehen, so, logisch. Ich habe noch nie einer religiösen Sekte angehört. Nein. Ich habe noch nie betrunken Nachrichten gesendet, die ich nüchtern bereut habe. Oh Scheiße, oh Gott, nein, oh nein,
Da fällt mir eine Geschichte ein, ne? Oh Gott. Oh, da fällt mir eine Geschichte ein, aber die könnte ich in diesem Video nicht füllen. Oh Gott. Das ist ganz schlimm. Ja, ja, leider ja. Auch also die Geschichte geht dann auch rum, um das da, was da oben auf meiner Seite ist. Dass ich da ein richtiges Cut habe. Aber hey, wenn ihr die Geschichte hören wollt, die was auch von der Nachricht handelt, die ich bereut habe, wenn ihr die Geschichte hören wollt, dann gebt auf jeden Fall einen richtig fetten Like, weil dann erzähle ich die. Ich hoffe, ihr konntet mich dadurch ein bisschen besser kennenlernen und ja, mehr oder weniger, was ich schon so gemacht habe und was noch nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das kleine Mini-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da und abonniert meinen Kanal für mehr. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.